Kim, hey. Na du, schön dich zu sehen. Ja du, schön dich zu sehen, aber ganz ehrlich, Kevin, cheers erstmal. Cheers. Ich habe heute ein bisschen Angst. Du hast ein bisschen Angst? Ja, weil wir kriegen ja heute eine Bestrafung, ne? Ja, ich weiß. Oh, oh. Die Bestrafung, die wir immer bekommen, wenn wir die Challenge verlieren, was es bisher noch nicht Richtig. Gegeben hat. Genau, das erste Mal. Wir haben das ist gut, aber ich habe halt, oje. Nein, das ist nicht erst, das war eure Bestrafung. Ja, ihr habt euch das letzte Mal so beschwert, dass es so Pussy war. Ja, und jetzt sollen wir es richtig machen, oder was? Ist das nicht dein? Ihr seid so kreativlos. Das war unsere Idee, die jetzt einfach nur geklaut Unglaublich. Habt. Angeblich war es ja so leicht. Ich hoffe, es ist auch dieselbe Chili und nicht irgendwie eine schärfere Sorte oder so. Ja, aber wenn ich das hier sehe, wie es ist, dann wird das so eine Habanero sein, schätze ich. Und die sind arschscharf. Ich kann ja gar nicht mit Schärfe, ne, ich, Kevin? Null. Ich kann absolut nicht mit Schärfe. Okay. Eine Hälfte. Ich dachte, die Hälfte. Ey, wir werden danach nicht mehr drehen können. Ach du. Und wir sollen hier eine halbe... Ach du heilige Scheiße. Ich will nicht. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ich will das nicht machen. Ich war richtig kaum schon. Oh mein Gott. Ich Schluck auf. Ich hab noch nicht mal die Hälfte. Ich zitter. Also noch den letzten Bissen oder was? Oh Gott, das ist so schlimm. Augen zu und durch. Oh, also die Kerne. Oh, Blockade, kann ich runterschlucken. Oh. 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 Uff, oh Gott, das ist so widerlich. Oh Scheiße, ich kau es. Nein, das ist ein Fehler. Das ist schlimmer. Oh Gott. Fünfmal schlimmer als der erste Bissen. Oh, hier läuft alles, Rotz und Wasser. Ich schwitze wie Sau. Ja. Und das ist so ein Moment wieder, wo ich mich frage, warum ich diesen Job hier mache. Und ich gar keinen Bock habe. Kevin, das war genau wie bei meiner letzten Challenge. Da hatte ich auch gar keine Lust. Boah, ich kann nicht reden. Ich habe gedacht, wir bleiben gar nicht an dem Standort. Und dann irgendwann ist mir gekommen, naja, okay, da ist eine Brücke und eine riesenlange Rampe. Ich mag es gar nicht an viel befahrenen Straßen. Es hat mich das schon ein bisschen genervt, an dieser Autobahn rumzustehen. Und vor allem auf der Brücke über der Autobahn zu stehen. Willkommen zurück in der Schule. Nach der Fahrprüfung beim letzten Mal stehen heute auf dem Stundenplan Mathematik und Sport. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Eben bist du eine überdimensionale Rampe hochgefahren. Als Rollstuhlfahrerin habe ich natürlich so meine Erfahrungen mit Rampen. Und manchmal ärgert man sich sehr über Rampen und was die Menschen sich dabei gedacht haben, die diese Rampe gebaut haben. Um die Höhenunterschiede überwinden zu können, darf die Rampe nicht zu steil sein. Zum Glück gibt es dafür entsprechende Vorschriften, nämlich die DIN-Norm 180401. Mit Hilfe einer Formel solltest du heute einmal die Länge dieser Rampe berechnen. Bloß für dich, die Rechenaufgabe lösen solltest du auf der einen Seite. Die Angaben bekommst du aber Stück für Stück auf der anderen Seite der Autobahn. Die Angaben bekommst du aber nur gegen einen Kaffee für das Team, den du von der anderen Seite mitbringen musst. Du solltest dabei jedoch nicht allzu viel verschütten, sonst musst du noch einmal zurück. So einen langen Text in einem goldenen Umschlag hatte ich noch nie. Du hast 20 Minuten Zeit, um die Rechenaufgabe zu lösen. Stifte raus und viel Erfolg. Ich glaube, meine Eltern sind so ein bisschen verzweifelt mit mir und mit Mathe. Die haben so erst noch versucht, die ersten Jahre an mir das selbst beizubringen und dann irgendwann haben sie es aufgegeben, haben gedacht, naja, dann geht zur Nachhilfelehrerin, vielleicht kriegt es die hin. Irgendwie war ich genervt vom Team, dass ich denen da wie so eine Saftschubse, sagt man, darf man das sagen, da ihren Kaffee rüberbringen muss. Die Zeit hat gestartet. Ich habe dann am Anfang so gedacht, mach nicht zu viel. Ich glaube, ich hätte mehr reintun sollen. Natürlich hat das Team sich noch zusätzlich gedacht, wir machen da einen roten Rand hin. Also es muss bis am Ende der anderen Brückenseite, muss es noch bis dahin gefüllt sein. Shit, der eine sieht schon ein bisschen wenig aus. Da waren immer so Übergänge und das war immer der schwierige Part.
Also er ist wahrscheinlich nur noch lauwarm, wenn ihr ihn bekommt, aber das ist mir egal. Ich glaube, es waren so 6 Minuten, die ich dann gebraucht habe, bis zur anderen Seite der Brücke zu kommen. Ja, nehmt euch selber, ich werde euch nicht noch reichen. Danke. Ich habe dann dort meinen ersten Umschlag bekommen, beziehungsweise ich habe die Formel bekommen. Maximale Steigung nach DIN-Norm in Prozent ist gleich Höhe der Brücke geteilt durch Länge der Rampe. Da ist bei mir so ein bisschen die Panik aufgekommen, wo ich dachte, oh Gott. Dann ging es wieder zurück. Dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Chance, um Zeit gut zu machen. Zweite Runde, wieder Kaffee, wieder 3 Becher. Ist ordentlich viel daneben gegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, ruhig, Kim. Hier, nehmt euch. Aber haarscharf. Ich habe es tatsächlich echt immer so hinbekommen, haargenau an der roten Linie. 6%. Nach der zweiten Runde habe ich dann die Steigung bekommen. Gut, dann ging es wieder zurück. Ich habe die Kaffeebecher bei der letzten Runde ziemlich voll gemacht. Aber ich dachte, Zeit ist das Wichtigste. Und irgendwann war dann auch der Zeitpunkt gekommen, als die Gläser auch schon gerutscht haben. Wenn das Team wirklich gewagt hätte, mich nochmal zurückzuschicken, dann hätte ich den, glaube ich, den vollen Kaffeebecher, der ja meiner Meinung nach noch am roten Strich war, entgegengeworfen. Oh, der tropft ja. Höhe der Brücke, 3,2 Meter. Und dann hat es angefangen bei mir im Kopf schon mal zu rechnen. Wusste dann, okay, ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Und dann funktioniert mein Gehirn so. 1 Minute und Mathematik, diese Kombi, boah, 140. Dann habe ich versucht, mich zu konzentrieren, weil ich dann echt noch mal so Ehrgeiz gefühlt habe. Ich schätze, das müsste 60 sein. Deswegen gehe ich jetzt 3 mal 6 ist 180. Ich glaube, das könnte vielleicht hinhauen. So eine Rampe muss ja schon lang sein. 185 okay, Meter. 185. Je länger sie ist, umso besser ist sie ja, weil sie ja nicht so steil ist. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe schon daran gezweifelt. Ich muss dir leider sagen, das ist falsch. Achtung, jetzt ist es. Das da. Das sind nicht 60, sondern 600stel, 6%. Dieser Streber von Redakteur. Und das suchst du ja. Ach, shit! Ja, natürlich! Oh. Dann und dann muss man 3,2 mal 100. Ja, geteilt durch 6 sind 53. Oh. Also ich habe halt gehofft, dass die Differenz nicht allzu groß ist, ne? Dass es nicht allzu peinlich ist. Aber die Differenz war halt schon ordentlich, ne? Durch dieses ganze Adrenalin und Zeitdruck und Sport und Bewegen und immer wieder aufpassen. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe den Punkt nicht geholt. Ich hoffe, meine Kollegen nehmen es mir nicht so übel. Ich wäre einfach dafür, dass Rampen länger sind. Ich finde, es wäre schon sinnvoll. Alter. Ekelhaft. Ganz schlimm. Aber wenigstens ist bei mir Mathematik jetzt hoffentlich abgehakt für Challenges und ich muss da nicht mehr ran. Hättest du so eine Aufgabe hingegangen? Was sind 150 geteilt durch 12? Ja, hätte ich keine Ahnung gehabt. Das Gute ist, weißt du, wofür du kein Genie sein musst, um auszurechnen, wie der Punktestand jetzt gerade steht. Mach mir ein bisschen Sorgen, weil nochmal bestraft will ich nicht werden. Hat die andere Kims gerissen? Das ist die Frage. Richtig, die Kim ist jetzt dran und diesmal hatten wir Frauenpower, weil ich habe sie verstärkt. Dann kann das hoffentlich nur gut werden. Ja, schauen wir mal rein. Ja, wir haben uns ja heute beim Küchenstudio getroffen und natürlich war mein erster Gedanke, was kann mich denn heute hier erwarten? Und es hat natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Das Übel aller Übel kam wieder. Liebe Falschparkerin Kim,
In deiner letzten Challenge hast du den Koch Marcel Heim getroffen. Das Besondere dabei, er ist blind. Deine Aufgabe war damals ein Blind Tasting. Als wir in diesem Zuge deine Kochfähigkeiten angezweifelt haben, meintest du, ihr habt noch nie meine Lasagne gegessen, also bitte. Na dann, deine Aufgabe, du sollst heute deine Leibspeise Lasagne zubereiten. Und das blind. Ja, hätte ich es mal nicht gesagt. Angeleitet wirst du dabei von einer alten Bekannten. Okay. Um Punkt 12 Uhr sollte das Essen auf dem Tisch stehen und bei der Verkostung eines unabhängigen Jurors gegen die Lasagne des Teams bestehen. Reichen deine eher rar gesäten Kochkünste für einen Punkt? Das heißt, ich soll jetzt kochen und wer zur Hölle leitet mich an? Bitte nicht wieder einer von euch, oder? Ja, dann habe ich natürlich direkt angefangen, solange ich meine Sehkraft noch habe, alle Zutaten parat zu legen. Ich stelle mich jetzt nicht für eine Lasagne 4 Stunden in die Küche und mache alles self-made. Also habe ich auch ein wenig nachgeholfen. Hallo Kim 1. Und dann wurde Kim zugeschaltet. Endlich unser erster gemeinsamer Dreh. Lasagne mit Fleisch, also genau das, was du, glaube ich, willst. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die erste inklusive Kochshow. Ob es auch schmeckt, ist die Frage. Ich habe schon mal Angst vor diesem riesen Messer, was da liegt. Es ist, als könnte uns das Team nicht ein kleineres, dezenteres Messer geben. Als wir gesehen haben, welche Art von Messer mir parat gelegt wurde, um meine Möhrchen zu schneiden, hatten sowohl Kim als auch ich tierische Angst, dass es nachher eine Kim gibt mit nur noch 9 Fingern. So, also, wir müssten jetzt mit dem Gehacktes anfangen. Das heißt, ich müsste den Herd, der hoffentlich irgendwie vor mir ist, jetzt versuchen anzuschalten. Du musst ja hier und jetzt nach rechts drehen. Warte, welche Platte nehmen wir? Ich stell das mal hier so hin. Bin ich noch auf dem Serranfeld? Nee, weiter runter. Runter. Ja, jetzt okay. Bist du. Gut, dann fangen wir doch jetzt an, das Gehacktes zu würzen. Weiter rüber. Gut, dann brauchen wir Gewürze. Stopp, stopp, pass auf. Ja, weiter rüber, noch ein bisschen weiter rüber. Genau hier. Ist das rot, braun oder hell? Das ist hell. Bin ich überhaupt der Schüssel? Es war total komisch. Man hat Gewürze in der Hand, man sieht gar nicht mehr, wie viel macht man da dran. Du musst es wirklich nach Gefühl oder halt auf Kims Zuruf. Aber nicht so viel. Achtest du auf den Herd nicht, dass es gleich brennt neben mir? Ja, dann ist noch keine Stichflamme zu sehen. Und jetzt mit deiner Lieblingsbeschäftigung, oder? Hackkneten. Ich stehe auf Hack. Boah, das riecht so geil. Dir fehlt einer deiner wichtigsten Sinne, allerdings werden sofort all deine anderen Sinne geschärft. Weiter rüber, runter, 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 nee, wieder ja, zurück, ja. Gott, sind es viele. Okay, ich hack einfach los, oh ja? Gott. Ja, mit diesem Beil, das war sehr interessant. Mach mal Freestyle, aber pass auf deine Händen auf. Ist das so gut? Alle Möhrchen ab? Alle weg, mach mal auf der anderen Seite noch. Alle Finger sind noch dran. Wo ist denn dieser Aufmachimpel? Ich habe mich in der Küche sehr gut orientieren können, weil dieser Küchenblock eine Schublade hat, wo nichts zum Herausziehen ist. Warte. Oh je. Hier. Und ich wusste halt genau, da ist mein Serranfeld. Okay. Geh weiter runter, da ist eine größere Schublade. Ach, das war so schrecklich. Erstmal einen Messbecher in einer fremden Küche finden. Mach nicht die oberen auf, weil okay. Das sind nur die kleineren Sachen drin. Hier ist eins, ja, da ist ein Messbecher. Sag Stopp, ja. Und dann aber auch den Liter zu erwischen. Stopp! Achtung, Leute, ich komme zurück. Bin ich da drüber? Schüttel noch, dass alles runtergeht. Pass auf. Stopp! Pass auf! Achtung, alle waren weg. Ich habe ein großes Messer in der Hand. So. Jetzt. Okay, dann machen wir sie hochkant. Okay, und jetzt hier? Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Dann mach erstmal einen Löffel. Creme Fraiche gibt der Sache einfach nochmal einen ganz anderen Geschmack. Auch so bei Aufläufen. Wenn ihr Aufläufe macht, knallt ein bisschen Creme Fraiche drin. Das macht die Sache gleich viel frischer. Hier, du müsstest von dem noch ein bisschen hochschieben. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Päckchen. Also. Ich glaube auch, ich hatte zwei. Viel hilft viel, ne? Das reicht, das reicht. Mach mal ganz wenig noch unten. Runter, runter. Hast du alles leer gemacht? Okay. Es gehört immer viel Käse auf alles. Du musst mir jetzt helfen, wohin ich muss. Warte, hier kommt. Ja, aber pass auf mit deinen Händen. Schieb's rein, geh. Ja, perfekt, steht drin. Ja, und dann, ich würde fast sagen, war der Braten, aber es war ja eher eine Lasagne im Ofen. Kim, ich bin ehrlich gesagt jetzt doch ein bisschen neidisch auf eure Lasagne. Ich habe jetzt doch ordentlich Hunger bekommen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich finde, wir waren ein super Team und ich glaube, das wird ein Punkt für uns. Und ab da wusste ich, jetzt kann ich erstmal warten und dann geht's ans Bangen. Ich war eigentlich bis dato noch ganz gut gestimmt. Ich hatte halt noch ein bisschen Angst, nicht, dass es unten zu wenig Soße war, nicht, dass irgendwo noch eine Lasagneplatte nicht ganz weich ist. Und wo ist jetzt eigentlich eure Lasagne? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder?
Und dann kam der Joghurt. Schönen guten Tag, mein Name ist Ralf Wenderoth und ich bin Küchenverkäufer hier. Ich fange mal mit dem linken Teller an. Sieht ja beides sehr gut aus. Wie er dann anfing, die Lasagne vom Team zu essen. Tomatig, eigentlich so wie eine Lasagne schmecken soll. Und anfing zu sagen, wie gut die doch eigentlich schmeckte. Schon mal gut. Dann will ich mal den rechten Teller probieren. Das ist ja eine richtige Männerportion. Dachte ich mir so, okay, das könnte mit meiner jetzt doch ganz schön enge werden. Hier schmeckt man mehr Sahne raus, glaube ich. Ist mehr Sahne drin. Geschmacklich auch gut. Es klang wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide gut. Sehr schwer, jetzt da eine Wahl zu treffen. Ich würde zu dem rechten Teller tendieren, der eine Nuance vielleicht besser ist. Haben wir was anderes erwartet? Herzlichen Glückwunsch, Kim. Dankeschön. Das war ja, wir hatten einen Vollprofi an Juror. Also ich glaube, der könnte das wirklich hauptberuflich machen. Dafür, dass ich blind kochen musste, das erste Mal mit Kim zusammen. Wir haben einfach sehr gut als Team direkt funktioniert und das macht mich wirklich sehr, sehr stolz. Ich kann kochen, ich habe den Punkt heute verdient, weshalb ich nun entspannt nach Hause fahren kann. Na, ganz ehrlich, ich glaube, der Berg an Creme Fraiche und Käse hat's gerettet. Ich würde sagen, das war auch das Einzige, was es hätte noch retten können. Also es war eine komplette Fertiglasagne. Also da war gar kein Unterschied zu der anderen Fertiglasagne, weil die Möhren waren nicht frisch, da war Tütenzeug dran. Also sorry, aber das ist eher eine Bestrafung, das zu essen, als eine Belohnung für irgendjemanden. Ich weiß, aber apropos Bestrafung, es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich meine, wir haben jetzt einen Spielstand von 1:1. Ja. Das ist ja erstmal ganz gut. Jetzt kommt es drauf an, was bei dir gelaufen jetzt ist. Jetzt kommt es drauf an, wie es bei mir lief. Und ich muss sagen, es hat angefangen mit einer super gruseligen Entführung. Mensch, was hatte ich Angst. Aber die Challenge, die am Ende auf mich zukam, die war wirklich angsteinflößend. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Sie haben mich einfach dorthin geschickt. Ohne Scheiß, ich raste gleich aus. Also wirklich, gleich raste ich hier komplett aus. Und in dem Moment wollte ich eigentlich nicht mehr weitermachen. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Ja, ich bin heute von Joiner Bremen eingeladen worden. Bin tatsächlich schon mal einmal hier gewesen. Find's sehr schön. Ist ein bisschen kalt. Wie es eigentlich immer ist. Am Anfang ist erstmal alles schön. Ich komme in eine neue Stadt. Ich darf mich ein bisschen umschauen. Denke mir, oh, schöne Sehenswürdigkeit. Ja, wir haben endlich mal ein kleines Kaffeepäuschen gemacht und komm, setze ich mich hin, gucke ich auf mein Handy, eine Nachricht von unserer Redaktion. Ich habe eine WhatsApp bekommen. Wir treffen uns heute Abend am Industriegelände an der Weser. Dein Team. Also beim Industriegebiet denke ich halt immer irgendwie ein bisschen dreckig und Gefahr. Ganz ehrlich, ich habe nie Angst vor irgendeiner Aufgabe von euch. Ich werde mich tätowieren lassen. Ich war auf dem Nürburgring. Ich habe jeglichen Mist mitgemacht. Also was soll da schon kommen? Leute, was habt ihr denn schon wieder vor mit mir? Hier hört mich keiner schreien, deswegen bin ich hier, ne? Kaum angekommen auf dem Industriegebiet, durfte ich mich ein bisschen umschauen und da habe ich diesen super gruseligen Van gefunden. Habt ihr euch ja eine richtig gemütliche Ecke ausgesucht, Mensch. Ist da hinten jetzt gleich so eine Matratze und gewisse Herren warten auf mich? Oh Gott! Da ich Joiner mittlerweile ein bisschen kenne, dachte ich, irgendwo wird es wahrscheinlich wieder einen goldenen Umschlag geben. Ich hatte so gehofft, dass er nicht in diesem ekelhaften Van ist. Du wirkst ein bisschen wie so total Fee am Platze mit deinem schicken Schal da so. Ich fühle mich hier auch nicht wirklich so wie dort, wo ich jetzt eigentlich sein möchte. Ui, ganz großes Fernsehen. Soll ich jetzt Angst haben oder lachen? Oh, hatte ich Angst. Oh nein! Oh, ich hab so Angst! Reiner! Ihr seid so professionell! Die haben mich natürlich ganz theatralisch in den Kofferraum geworfen. Ganz ehrlich, da drin ist es gemütlicher als in einem Auto von der Redaktion. Das Einzige, was mich da ein bisschen genervt hat, dass die Leute gefahren sind wie so eine angesenkte Sau.
danke, dass du mir die Hipster-Tüte mal abnimmst. War jetzt ganz witzig, ne? Aber jetzt übertreibt ihr auch schon ein bisschen, Leute. Gefühlt nach wirklich Stunden bin ich dann endlich angekommen. Ich war in einer dunklen Lagerhalle oder sowas in der Art. Hallo, Kevin. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich glaube, du weißt, wer ich bin. Ja. Jahrelang wolltest du in meine Sendung und nun bin ich in deiner. Und wen sehe ich da? Raul Krauthausen in riesig. Seit Jahren höre ich so Sätze wie an den Rollstuhl gefesselt. So ein Schwachsinn. Ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern der Rollstuhl bedeutet für mich Freiheit. Du als Inklusionskämpfer sollst heute mal erfahren, was es wirklich bedeutet, an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Tatsächlich musste ich an ihn denken, als ihr mich an den Rollstuhl gefesselt habt, weil ich von ihm gelernt habe, dass man das nicht mehr sagt. Deine eigentliche Aufgabe findest du im goldenen Umschlag. Danke, Raul. Dann sollte ich mir den goldenen Umschlag holen. Keine Ahnung, irgendwo am Rollstuhl oder... Ah, wahrscheinlich da. So. Ganz tolle Lösung habt ihr. Ist das jetzt nicht irgendwie ein bisschen respektlos, dass ich so mit dem Rollstuhl mich fortbewege? Dominosteine. An der Stelle, wo ich den goldenen Umschlag gefunden habe, war ich mir schon fast sicher, was auf mich zukommt. Sorry für den etwas ruppigen Beginn. Doch ein Inklusions-Indianer kennt ja bekanntlich keinen Schmerz. Du musst das Rollstuhlsymbol mit Dominosteinen nachbauen. 5000 Steine, 2 Stunden Zeit. Der äußere Ring steht bereits, aber sei bloß vorsichtig, denn du hast ja ein kleines Handicap. Wenn du es schaffst und nach 2 Stunden die Kettenreaktion gestartet wird, sollte kein Stein mehr stehen bleiben. Dann gehört der Punkt dir. Die Zeit läuft. Also ich frage mich jetzt nur, woher habt ihr 5000 Dominosteine? 2 Stunden? Ich halte jetzt nicht 2 Stunden an dem Rollstuhl hier fest. Das musst du jetzt in 15 Minuten fertig kriegen, oder nicht? Ah, der Kreative. So. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich innerhalb dieses Kreises kaum Platz habe für mich und den Rollstuhl. Also musste ich irgendwie schauen, dass ich das rangiere und am besten noch die Kiste schlau mit in den Kreis bringe, wo die Dominosteine drin sind. Und dann habe ich geguckt, an welchen Ecken macht es Sinn anzufangen. Nein, der Boden ist nicht eben. Ich sag's euch eins, wenn das einmal umfällt und nicht beim ersten Mal klappt, bin ich raus. Ne? Dann habe ich absolut keinen Bock mehr. Unser Kameramann, der ist wohl Profi, was Dominospiele angeht. Und er hat mir ein paar Profi-Tipps gegeben zwischendurch. Das fand ich ganz nett. Wie zum Beispiel, Kevin, lass Lücken dazwischen. Denn wenn einmal alles umfällt, dann musst du jedes Mal von ganz vorne anfangen. 5000 Dominosteine. Ich wette, die hat er so lange benutzt, bis er irgendwann YouPorn für sich entdeckt hat. Und seitdem stehen die in diesen Kisten und wurden nie wieder angerührt. Da wurde was anderes angerührt. Der Fisch stinkt vom Kopf ab, deswegen habe ich auch beim Kopf angefangen. Und dann ist mir eingefallen, dass diese Ecke eigentlich gar nicht so schlau war und ich vielleicht doch eher am unteren Teil beginnen sollte. Nee, das hat schon einen Plan. Ich baue mich von hier nach da. Eigentlich habe ich ganz gute Fortschritte gemacht. Das ging recht flott voran. Der Boden war sehr uneben, was mir schwer gemacht hat. Und dann kamen die ersten Rückschläge. Nein! Gott sei Dank habe ich die Lücke gelassen, über die wir gerade noch gesprochen haben. Dicker! Dicker! Alter, du kleiner Bastard, bleib doch jetzt einfach stehen. Ganz am Anfang war es noch okay und ich bin ruhig geblieben. Ohne Scheiß, ich raste gleich aus, ne? Also wirklich, gleich raste ich hier komplett aus. Aber nach ein paar Fehlschlägen und Rückschlägen... Oh Mann! Bin ich dann vielleicht nicht mehr ganz so locker gewesen. Das meint ohne Scheiß, wenn es vor einmal umfällt, habe ich keinen Bock mehr. Dann fahren wir hier nach Hause, habt ihr den scheiß Punkt, ist mir doch egal, ey. Mann! Verdammt, ich wollte gerade eine Lücke machen! Gott, Alter, das ist so eine Drecksscheiße! Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich als besonders geduldig gelte. Ey, hör doch auf, umzufallen! Ich bräuchte jetzt meine linke Hand, weil ich hier nicht sehe, was rechts passiert, weil meine Hand immer die anderen Steine überdeckt. Das ist so sehr frustrierend, weil du willst auch fertig werden. Du sitzt da auf dem kalten Boden in der Lagerhalle an den Rollstuhl gefesselt und denkst dir, oh ja gut, ich wollte jetzt hier keine 5 Stunden sitzen. So. Vorsichtig. Von der Zeit her war es gar nicht so ein großes Problem. Ich glaube, nach einer Stunde war ich mit dem Gerüst einmal fertig und mir haben nur noch die Lücken gefehlt. Oh, ich habe Angst. Jetzt habe ich gerade echt Schiss. Nein, 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 nein. 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 Oh, Mann, ich habe keinen Bock mehr. Es ist echt so...
Und in dem Moment wollte ich eigentlich nicht mehr weitermachen, weil ich einfach nur noch genervt war und mir gedacht habe, wie lange soll ich denn jetzt noch hier bleiben? Aber diese Steine und diese Probleme stehen ja ein bisschen auch für das Leben. Wenn du umgeworfen wirst und wenn du scheiterst, dann darfst du nicht aufgeben, dann musst du es wieder versuchen. Digga, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Das ist mir scheißegal. Fick dich doch, Mann. Das ist so eine Scheiße ist das! Mann! Das hier nervt mich auch, cool. Du wirst wieder scheitern und dann musst du es wieder versuchen. Und manchmal, das hat man an der einen Ecke mit dem Arm gesehen, kann so ein Scheitern dir auch weiterhelfen. Denn da sind nicht alle Steine umgefallen. Aber das hat es mir auch einfacher gemacht. Und da Join mich ja auch schon sehr oft beschissen hat bei den ganzen Prüfungen, habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt eigentlich so eine moralische Grauzone, in der ich mich bewege. Und umso mehr Lücken ich geschlossen habe, desto nervöser bin ich geworden. Und das Team ist ja sonst immer sehr schadenfroh. Doch irgendwann hat sich das Ganze gewendet und dann haben sie mich schon fast ein bisschen angefeuert. Nach anderthalb Stunden hat nur noch dieses letzte kleine Stück gefehlt, der Anschluss zum Ring. Und als ich die letzten Steine gesetzt habe, da habe ich richtig gemerkt, wie meine Hände schwitzig wurden. Dann kam der Moment, als ich den ersten Stein umschubsen durfte. Seid ihr bereit? Und da war ich sehr aufgeregt. Komm schon, bitte, 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 ja! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Der Kopf, jawohl! Ja, ja, ja! Oh, ja! Alter, war das knapp! Habt ihr das am Ende gesehen? Es ist so ein satisfying Moment. Ich bin rumgesprungen, ich habe mich gefreut, ich habe gejubelt, weil ich habe wieder einen Punkt geholt für unser Team. Ich bin der King. Ich muss sagen, das ganze Projekt war irgendwie ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende hätte ich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß gemacht hat und mich so ein bisschen erfüllt hat, als ich dann gesehen habe, dass alles umgefallen ist. Glückwunsch, Kevin. Du hast es geschafft, obwohl du am Rollstuhl gefesselt warst und trotz deiner Behinderung. Ich glaube, auch die Gesellschaft sollte endlich darüber hinweg sein, so etwas wie an den Rollstuhl gefesselt überhaupt noch zu sagen. Über mich konnte ich auch was lernen. Und zwar, dass ich mich zwar auf dem Weg zum Ziel manchmal aufregen kann und auch darf, aber wichtig ist, dass man nicht aufgibt, dass man dranbleibt und dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und nach 2 Stunden in der dreckigen Lagerhalle bin ich jetzt einfach froh, wenn ich endlich ins schöne Hotel gehen kann, duschen und mich ins weiche Bett legen kann. Wow, das war eine richtig coole Message, das hat mir richtig gut gefallen. Hier nochmal liebe Grüße an Raoul. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, so ruhig hat man mich noch nie erlebt wie in diesem Clip. Und nichtsdestotrotz, ich fand, das war eine sehr kreative Art und Weise, darauf aufmerksam zu machen. Und meine Frage an dich, hast du Erfahrung mit dem Spruch schon gemacht? Oh ja, auf jeden Fall. Und ich kann es zu 100% unterschreiben. Mein Rollstuhl, den liebe ich über alles und der bedeutet auf jeden Fall Freiheit für mich. Und da können wir jetzt noch hinzunehmen, dass wir auch 2-1 gewonnen haben. Das bedeutet für uns? Richtig, wir dürfen das Team wieder bestrafen, das nächste Mal. Ja, und dann gibt es Rache hierfür nehmen. Ich kriege ja richtig die Rache von uns zu spüren. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Außerdem gibt es auf YouTube alle Clips nochmal zum nachträglich schauen und auf Instagram immer wieder die neuesten Updates. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Join us. Sehr schön. Jawohl.